Einen wunderschönen guten Tag. Endlich kann ich euch mal wieder ganz vernünftig begrüßen. Hier bei Skyrim in der Kälte mit Lydia. Es ist alles so wie damals, so wie vor dem Weltenwechsel oder wie auch immer ich mich dazu entscheide, das zu nennen. Alles ist wieder cool. Wir sind in der Winterfeste. Wir haben gerade ein paar Bücher abgeliefert und sind gerade dabei, so ein bisschen unseren Questlog aufzuräumen. Nachdem wir ja dann doch eine Weile abwesend waren. So, da gucken wir nämlich jetzt auch mal rein. Ich habe es mir einmal markiert. Bringe das Auge der Falma zu Delvin und bringe die Büste des grauen Fuchses zu Delvin. Und wenn ich mich recht entsinne, ist Delvin in Riften. Und da werden wir mal eben hingehen. Ich habe nämlich keine Markierung. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das jetzt, wenn ich beide markiert habe, ob er so nicht durcheinander kommt. Aber soweit ich weiß, sollte der theoretisch irgendwo bei den Nachtigallen oder bei der Diebesgilde rumhängen. Achso, nee, warte mal, das war schon wieder Quatsch, was ich hier gemacht habe. Und da ist schon, irgendwo habe ich doch schon wieder einen Drachen gehört. Dazu Diebesgilde will ich. Ja, komm, die Aufnahme angemacht, schon fangen sie hier an rum zu vertikulieren. Ist doch nicht, ist wieder wie alles wie gehabt. Ist wundervoll. So, der kurze Cut. Jetzt nicht das Thema, glaube ich. Rein in die zersplitterte Flasche, da waren wir auch schon lange nicht mehr. Und rein theoretisch haben wir auch immer noch die Aufgabe. Ja, wir trainieren jetzt mal erstmal im Moment noch nicht. Es ist schön, euch unversehrt zu sehen, Bürschchen. So. Ich wollte euch noch einmal für alles, was ihr getan habt, danken. Ja, es war gut, dass ich nochmal vorbeigekommen bin. Wieder auf den Beinen und auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Was ist aus dem Skelettschlüssel geworden? Weg. Wurde zurückgebracht, ja. Es ist vollbracht. Nach all den Jahren, in denen wir den Niedergang der Gilde hilflos mit ansehen mussten. Aber genug davon. Mit euch an der Spitze werden wir bald mehr Gold haben, als wir jemals ausgeben können. Und was werdet ihr tun? Ich koordiniere hier unten alles mit Delvin und Vex, damit das Geld fließt und keiner sich etwas unter den Nagel reißt. Oh, ist vernünftig. Wenn euch noch nach Aufträgen ist, dürften Delvin und Vex genügend zu vergeben haben. Das ist klar. Auf jeden Fall war es mir ein Vergnügen, mein Freund. Auf die Zukunft der Gilde. Möge sie weitere 1000 Jahre bestehen. Ja, finde ich allerdings auch. Ja, gut, dass ich nochmal vorbeigegangen bin. Tut mir leid, Bürschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Scheinbar ist er ja jetzt nicht mehr, ist die Gilde ja jetzt wieder oben auf, auch wenn alle Truhen immer noch leer sind. Aber gut, irgendwann werde ich mich nochmal mit der Gilde befassen. So dass wir nochmal zur alten Stärke verhelfen, also so ein paar Aufträge nochmal für Vex und Delvin anfangen. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich das eigentlich auch schon mal machen, auch wenn das Ganze noch nicht so lange her ist. Aber wir geben ja zumindest jetzt ein paar Sachen an Delvin. Vielleicht entsteht dadurch ja schon was. Wenn ich irgendwann mal den Ausgang finde. Ich glaube, er hängt in der Taverne rum, ne? Der ist hier nicht in der Gildengeschichte unterwegs. Durch den Schrank. Vielleicht doch nicht hier lang. Ich weiß, da bist du mal ein paar Wochen nicht da und dann schon vergisst du den ganzen Weg, obwohl du hier den Großteil deines Lebens verbracht hast. Delvin! Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Interessiert? Ich konnte ein Auge der Falma aufspüren. Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. So eine geile Stimme. Wenn ihr einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Yeah. Bei den 8. Ihr habt es tatsächlich bekommen. Das ist mehr Gold wert, als manche Diebe in ihrem ganzen Leben verdienen. Ja, dann mal rüber damit. 2400. Okay, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich habe übrigens noch diese Büste hier gefunden. Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Irgendwie ist der Dialog komisch aufgelöst. Schöne Belohnung. Das muss von Mercer stammen. So, dass jetzt erst die Info zu dem Objekt kommt. Respekt vor dem grauen Fuchs. Klar, das kaufe ich. Hier, bitte. Danke. 600, ja, ist in Ordnung. Ich brauche einige Dinge für die Zuflucht, das machen wir auch erst, wenn wir mehr als genug Geld haben. Bietet die Gilde andere Dienste an, wie können wir Sonderaufträge helfen? Alles klar. Wollt ihr hin?
Hier gibt es Arbeit zu erledigen. Komm auch bestimmt nochmal wieder. Ich komme auch nochmal zu Vex und all den anderen, aber jetzt gerade halt nicht. Galatil. Willkommen in unserer netten kleinen Familie. Ich bin einer der Beobachtungsposten. Wollt ihr etwas von mir? Ich halte Delve in den Rücken. Ja, wir erfahren, dass ihr das Aussehen einer Person verändern könnt. Wäre auch mal nicht schlecht, ne? Bis zum nächsten Mal. Also jetzt im Moment erstmal noch nicht. Ich habe zumindest keinen Grund, warum ich mein Aussehen verändern müsste. Ja, ich guck mir das nochmal an. Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht noch irgendwie zusätzliche Arbeit suchen oder annehmen oder irgendwas, weil, sind wir mal ehrlich, wir haben mehr als genug Arbeit durch den Questlog aktuell. Ich arbeite da jetzt erstmal so ein bisschen was ab. Auch der Drache müsste theoretisch nochmal... Das war wieder die falsche Tür? Bin direkt Nein, euch. Lydia. Ihr geht. Auch der Drache müsste noch mal ein paar Mal beschworen werden, damit wir die Wörter alle lernen anscheinend. Das könnte ich eigentlich auch mal machen, ne? Dann gehen wir noch mal an die... auf die große Ebene von Weißlauf und machen das da noch mal. Ich mag es tatsächlich ganz gerne, da die Wörter zu lernen. Immer wenn wir mal irgendwas anderes noch zwischendurch gemacht haben, können wir das dann immer dazwischen schieben. Dann erklärt, dann ist das ja von selbst quasi irgendwann erledigt. Es sei denn, er möchte dann nochmal am Ende kämpfen oder sowas, dann ist da doch nochmal so ein bisschen Anstrengung drin, aber das wird schon irgendwie klappen. Warum gehst... Ich verstehe es nicht, warum geht das immer zu, wenn ich gerade hier unten stehe? So, hinaus. Quests, verschiedenes... Oh, wir können zumindest schon mal nicht mehr scrollen, das ist doch schon mal was Neues. Uraltes Falmer-Buch haben wir jetzt aktuell, glaube ich, nicht dabei. Ich könnte mal gucken, ob ich noch irgendwo vielleicht was in meinem Bücherschrank habe. Das erste Wort. Hä? Hat der nicht gespeichert letztes Mal? Hab ich nicht gespeichert letztes Mal? Wäre ziemlich blöd. Oh, ja, ich glaube, ich habe tatsächlich nicht gespeichert letztes Mal. Ich bin aus der Winterfeste rausgegangen, habe die Schnellreise gemacht, dann haben wir das bei dem Drachen gemacht. Und dann habe ich aus... lass mal nicht so ein verbuggtes Spiel irgendwie starten, das Ding nochmal neu gestartet. Mein Fehler, sorry, wir gehen nochmal in die Ebene. Westlicher Wachturm, da rufen wir unseren Drachen. Dann lernen wir halt das erste Wort nochmal, ist jetzt auch nicht weiter wild. Oh, schön hier, ne? Jetzt haben wir das auch nochmal bei Tag. So, wie sieht's aus? Habe ich das hier? Nee. Ja, Schreie. Atem, wo ist er denn jetzt nochmal? Ja, ich hab's auch gar nicht. Das haben wir ja letztes Mal eigentlich alles gemacht. War Fluch nie sterbend. So, dann. Jo! Ach Mann, ey, ich sollte vielleicht auch vorher erstmal drauf wechseln. Ach ja. Das ist die Wärme, glaube ich. Ich stehe so ein bisschen neben mir, es tut mir leid. Ja, gut, dann warten wir kurz. So, jetzt aber. Moin. Die freie Luft von Fuß. Hey, Luft von Fuß, ist aber nicht so angenehm. In Wochen lehre ich euch nun das erste Wort des Seelenreißens. Ri. Die Essenz der Lebenskraft eures Feindes. Danke. Essenz. Rufe du erwähnt. Haben wir bei Lern das zweite Wort. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, das erste Wort haben wir ja eigentlich schon gemacht, aber jetzt sind wir wieder auf dem neuesten... Dann greifst du gerade den... Ach nee. Turnier greift an. Dankeschön. Schon ganz geil mit so einem Pet-Drachen. Was möchtest du tun? Blut saugen. Oh, Elfenblut. Nice. Guck mal. Direkt noch ein bisschen Blut gesammelt. Alles cool. Wir machen hier gerade Quest auf Quest. Es ist ein Traum. Lerne das zweite Wort vom Schrei. Das machen wir gleich. Wie gesagt, immer nochmal was dazwischen schieben. Uraltes Falmer-Buch haben wir gerade nicht. Rede mit Gunmar für einen Auftrag. Das endet wieder in einer neuen Quest. Das ist auch blöd. Hilf Sorin oder Sorine bei ihrem Form, die Armbrust zu verbessern.
Lol, das ist beides bei der Dämmerwacht, ne? Das Schwert des Roten Adlers. Ja, warum nicht? Komm, dann suchen wir mal in irgendeinem Dungeon das Schwert des Roten Adlers, würde ich sagen. Irgendwo da. Heißt... Schwerreise. Das ist auch so eine Höhle, die ich noch nicht geklärt habe. Fällt mir gerade auf. Aber dann kommen wir mal wieder dazu, so ein bisschen Dungeonino zu machen. Gehe ich da jetzt rein? Ja, komm. Wir haben zwar jetzt eine andere Quest, aber wenn da schon angezeigt wird, ich habe es noch nicht geklärt, dann möchte ich das bitte geklärt haben. Kann ja nicht angehen. So, Armbrust. In den Kopf rein. Schön hier. Ich hoffe mal, dass die Gegner jetzt hier nicht irgendwo spawnen. Das sind Abgeschworene. Nice. Meine Freunde. Ich muss mich jetzt auch wieder dran gewöhnen, ein bisschen zu looten. Wir haben das ja storybedingt ein bisschen unterlassen in letzter Zeit. Okay, wo war das? Kommst du gleich hier um die Ecke. Ha! Fuck. Scheiße. Oh, er ist abgelenkt. Er ist abgelenkt durch den Schuss. Nice. Die Armbrust ist schon was Tolles. Abgeschworenen Pfeile, was hast du dabei? Amethyst nehmen wir mit. Stahlbolzen, den nehme ich gerne wieder an mich. Dankeschön. Ansonsten jetzt auch nicht viel. Ich müsste mal die Bolzen tauschen. Habe ich nicht nur irgendwie Zwergenbolzen am Start? Ich habe nicht mehr wirklich viele Stahlbolzen. Ne? Möchte ich dir jetzt nicht alle verballern? Ja, guck. Ja, ein paar habe ich. Das ganze Zeug, was ich irgendwie diesen mechanischen Dullis da weggenommen habe. Hast du auch. Aber weil das ja hier ein Gyni-Let's Play ist, müssen wir natürlich auch ab und zu mal mit der Axt da rein. Gegenstand nicht ausreichend geladen. Ja, dann tun wir doch was dagegen. Muss doch nur ein Wort sagen. Großer Seelenstein, Verzauberung hoch und? War er kurz davor zu sagen, ja komm hier, Level up, aber nein. Hier drüben! Genug, genug! Ja, ja. Das sagen sie immer alle und dann stehen sie wieder auf und greifen mich an. Ich kenne doch das Spiel. Oh Gott. Nee, hör mal auf damit. Wie hieß du da eigentlich? Wie der Biss, wenn ich floh. Ja, ich habe Günni so ein bisschen vermisst und seine Praktiken. Okay, wird nur Kohl drin sein und solche Geschichten, das muss jetzt nicht. Und seine Praktiken, als wäre er so ein Arzt. Denn auf gewisse Weise ist er Chirurg, ne? Er schneidet Menschenkörper auf. An welcher Stelle ist jetzt erstmal unwichtig? Was? Okay. Einfach von der einen Höhle direkt in die nächste. Hier drüben. Wo denn? Was? Aber das gute Lydia, was? Wo? Ach da. Mach auf. Ist ja der Untoten, ja. Amulett von Mara nehmen wir auch mal mit. Wo auch immer hier eine Urne ist. Hey. Ich hab's genug. Ja, auch voll drauf. Wir sind... Tschüss. Seid ihr zum Sterben bereit? Okay. Der hat einen Abflug gemacht. Bevor ich jetzt gleich wieder aus irgendeinem Grund plötzlich den Drachen rufe, mache ich mal das hier. Und rein zur Vorsicht werde ich einmal ganz kurz heilen. Da oben britzelt es nämlich schon verdächtig. So, das übliche Prozedere wird auf die Axt wechseln. Zack, einmal schnell speichern und bibim. Jetzt bezahlt. Ah, deswegen britzelt's. Seid ihr zum Sterben? Zum Sterben was? Du hast den Satz nicht ganz vollendet, junge Dame. Makelloser Amethyst, den nehmen wir doch mit. Sein Gift. Geschworenen Stab, nee. Davon habe ich schon welche. Nein, danke. Dann der Rest von Reach. Ach, du steckst hinter dem Angriff auf Reach. Nicht die Allianz. So, gewöhnlicher Seelenstein, Gold, Wasseratmung, immer gerne gesehen, ein paar Pfeile. Drop. Was sind das jetzt?
Waren das Fledermäuse, Blutfledermäuse, whatever? Oh, guck mal, Dietrich, Silber. Nice. Endlich wieder ein bisschen Gold plündern hier, wie sich das gehört. Ich hab das Rumgedunge ja so ein bisschen vermisst schon, ne? Muss ich ja schon sagen. Da komm ich da überhaupt? Warte mal. Das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor hier. Ist das ein anderer Hebel, der dann das Ding öffnet, aber das dafür ein anderes zumacht? Oder was läuft hier? Weil da oben werde ich ja dann wahrscheinlich nicht hinkommen, sonst... Ist irgendein Trigger für die Viecher. Warte mal, hier ist noch ein Hebel. Mach das zu. Ich bin ja eh auf der Seite hier, da wird ja dann jetzt nicht mehr viel passieren. Sonst wäre da noch theoretisch eine Tür. So, ne, das war nicht das Tor, das war das Tor. Das ist aber nicht auf. Ist halt noch eine Truhe, ne? Schon cool, wenn ich da drankommen würde, aber irgendwie fehlt mir der Hebel. Gehen wir in die Bastei. Da wer kommt? Niemand die Arme. Mit Dunivir beschwören, einfach hier drin. Das geht gar nicht, oder? Das muss in der frischen Luft sein. Aurels Bogen, komm. Zwar nicht mit den richtigen Pfeilen, aber... Ich glaube, der wird seinen Job... Du bist doch eingesperrt, du kannst mir eigentlich nichts, ne? Moin. Petra! Die böse Petra hat mich hier hineingesteckt, hat mir meinen Turm gestohlen. Ich hasse sie, zergaue ihre Knochen. Lasst mich heraus, gütiges, gütiges Fleisch. Töte den Hexenraben Petra. Ach, das ist Melka, okay. Warum? Weil ihr so ein netter Bretone seid. Ja. Ich bin kein Bretone. Oh, ja. Ihr seht alle gleich aus. Ach. Jetzt, nach deinem komischen Rassismus hier, soll ich jetzt noch... Kannst du mich mal? Ich töte zwar dein Homie, aber ich lasse dich ganz bestimmt nicht raus. Das sind so Spacken wie dich. Sorry. Kannst du mal schön bleiben lassen. Hol mir das, den Loot von deinem Homie da und dann war's das. Ja, es geht schon wieder los. Schnell speichern. Aha. Bin zu klug für diese Welt. Scheiße. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Halt auf die altmodische Art und Weise. Ja, mach mal deinen komischen Magieschild da. Das wird dir so viel helfen gegen meine Axt. Oh. Sorry, ich wollte dich nicht ausziehen. Hier kannst du wieder haben. Oh, das ist sehr nett, was ihr hier zusammengebaut habt. Au! Nicht zurückblicken, dann sieht man auch nicht, was Lydia da drin fabriziert, oder ist sie jetzt durchgekommen? Ne, sie ist... Doch, guck mal. Langsam lernt sie. Da sind noch so ein paar... Hier ist doch eine Tür. Sagen. Was will ich jetzt sehen, dass das hier kein geheimer Pfad oder Tür oder irgendwas ist? Okay, da geht's runter. Ich guck mich hier aber nochmal um. Kleines Alchemisten gelöt. Auch nochmal ein Stück. Ein oder irgendwas, was sehr verdächtig nach Tür aussieht, aber das ist einfach nur so ein Luftding, glaube ich. Was haben wir hier noch? Anfälligkeit, Eisenbarren, so ein bisschen Zeug halt. So irgendwo ein Tornister, ne? Da. Alchemiezeug. Morgen. Hey! Ja. So geht's zum Chirurgen. Achso. Ich hab mich kurz gefragt, was denn da rollt, aber dann ist es mir wieder eingefallen. Hä? Was ist denn dann da unten in der Höhle? Weil hier, das hier sieht doch sehr stark nach Mainweg aus. Dann geh doch mal hier runter. Mach die Axt. Kann ich hier das Ding deaktivieren irgendwie? Noch eine Urne. Wird hier zufällig der Mechanismus gesteuert?
zumindest ein bisschen was an Zeug hier drin. Bisschen Gold. Oh. Ein paar Barren vor allem. Blöchen. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass hier irgendwie ein Hebel ist, der die Äxte deaktiviert, oder? Ich sehe zumindest keinen. Hey, gib mal. Ja, nicht O. Gehen. Na gut, für die Barren hat sich's alleine, glaube ich, schon gelohnt. Die wären mir auch fast nicht aufgefallen. Ich hätte sie einfach da liegen gelassen. So, dann hier entlang. Seh dich da oben. Was war das? Ente? Habe ich durch die Flamme geschossen? Ist das eine Mechanik, die in Skyrim funktioniert? Dieses Durchflammen durschießen und dann... er sich noch geheilt hat. Da ist Petra. Grüne Wirbel schwören, ist immer noch geil. Würde ich echt gerne in so einer Höhle einfach machen. Moin. Stopp, da war Petra. Auf da. Höhlenforscher. Oh. Diese 50 Dungeons ab. Ja, guck mal, siehst du, hat sich direkt gelohnt, hier reinzurennen. So, Feuerpfeil, abgesponnenen Pfeil. Mehr brauche ich nicht von dir. Was hat Petra denn so dabei? Regenband. Regenhandband 4 ist das. Oh. Hat sich auch schon wieder gelohnt, einfach mal ins Buch zu gucken. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das Menschenfleisch kannst du gerne behalten. Gucke mal, dann leveln wir jetzt nochmal zum Abschluss der Folge auf. Gehen ein bisschen auf Magika. Damit wir ein bisschen mehr Heilung haben. Schwere Rüstung, zweihändig 96, Alter. Schon sehr stabil. Was ist denn da oben? Braucht der 100? Ja. Kriegsmeister. Kriegsmeister Günther, das klingt vernünftig, aber da müssen wir noch ein bisschen was für tun. Schießkunst, was haben wir denn da noch so offen? Todesschuh, ruhige Hand. Das waren so, das ist die Hälfte, verlangsamt die Zeit. Hälfte der Ausdauer und Zeit verlangsamt. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir. So, dadurch, dass ich jetzt eh ab und zu mal so ein bisschen mehr schieße, ist das ganz nice, glaube ich. Gut, wir haben aufgelevelt, wir haben einen Erfolg bekommen dafür, dass wir Dungeons abgeschlossen haben. Wir haben das Dungeon abgeschlossen. Ich werde beim nächsten Mal doch vielleicht nochmal mit dem Hexendoktor da hinten reden. Ich werde ihm sagen, dass Petra tot ist, aber für den Spruch von wegen, ihr seht alle gleich aus, möchte ich ihn eigentlich in dem Käfig lassen. Ja, wenn ihr ihn auch im Käfig lassen wollt, gerne einen Kommentar da lassen. Und ansonsten bis morgen bei Skyrim oder einem anderen Projekt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Übersteht gut die Hitze, die im Moment so ein bisschen grassiert hier. Und ja, Likes und Abos kühlen wohl ab. Ich weiß, ich musste es erwähnen. Entschuldigung, Lüde, ich habe es fast vergessen. Beziehungsweise ich muss nicht, aber ich möchte es ganz gerne erwähnen, um euch daran zu erinnern. Aber nur, wenn ihr wollt. Und ansonsten wirklich vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich finde es schön, dass ihr immer so ein bisschen mit am Ball bleibt hier bei den ganzen Abenteuern rund um Günther. Und bis denn, haut rein. Tschüssi.